Hi und herzlich willkommen zu Part 22 unseres Farm-Let's Plays. Im letzten Part hat Ellie sich darum gekümmert, ihre Aufgaben zu erledigen. Also diese Aufgaben, die sie von den Dorfbewohnern bekommen hat. Das war auch sehr gut, denn ja, wir suchen immer noch die Feed-Tuning-Teile, um endlich diesen Fuchsalarm zu machen. Ich hoffe sehr, dass wir das in diesem Part vielleicht mal hinkriegen, dass wir noch ein, zwei dieser Feed-Tuning-Teile finden, damit wir eben ja diesen Alarm endlich mal machen können und die Füchse uns nicht immer die Eier klauen oder unsere Hühner entführen. Also das wäre schon sehr gut. Und ich habe noch was gemacht. Ich habe euch ja im letzten Part gebeten, mir vielleicht mal ein paar Farmer zu erstellen. Ihr habt so viele Farmer erstellt. Es war Wahnsinn. Es war super schwierig für mich, da jemanden rauszusuchen, der also zu Ellie gepasst hat, aber das haben viele tatsächlich. Aber mich da irgendwie auch zu entscheiden, war sehr, sehr schwer. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe zwei Farmer platziert. Ich werde euch auch gleich zeigen, welche zwei Farmer ich aus der Galerie gepickt habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich die anderen Farmer nicht brauche. Also ich werde bestimmt den ein oder anderen Farmer noch in einem anderen Let's Play unterbringen oder vielleicht auch in den Streams, die ich mache, Disney Legacy oder in der Okkult Challenge, dass ich da vielleicht mal einer der Farmer noch, verwende. Aber für Ellie hätte ich jetzt erstmal zwei potenzielle Partner, sage ich jetzt einfach mal, rausgesucht. Ich würde sie euch jetzt einfach mal zeigen. Und somit startet der Part. Ganz viel Spaß wünsche ich euch und los geht's. Der erste Farmer, für den ich mich entschieden habe, ist der Noel. Also Noel Baumann heißt der Boy. Ich habe ihm natürlich ein CC-Overmake gegeben. Das heißt nicht, dass ich ihn komplett verändert habe. Nein, aber ich habe ihm ein bisschen CC gegeben. Ob da jetzt ein Hund dabei war oder nicht, habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Also für mich ist das jetzt wurscht, dass da ein Hund dabei ist. Finde ich fast sogar süß, weil, ich meine, ihr wisst, wie Ellie ist. Ellie liebt Tiere, liebt besonders Hunde und wir wollten sowieso noch einen Hund. Deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, dass diese beiden Farmer, die mir relativ schnell ins Auge gesprungen sind, auch eben einen Hund haben. Ich habe tatsächlich, wenn ihr eine Geschichte hinterlegt habt, auch auf die Geschichte geachtet. Ich fand es sehr cool, dass da eine eigene Geschichte dabei war. Ich habe es ja gesagt, dass es okay ist für mich, wenn da eine Geschichte dabei ist. Noel habe ich ausgewählt, auch wegen seiner Geschichte. Ich werde sie euch mal vorlesen. Als Noel 14 Jahre alt war, sind seine Eltern leider in einem Autounfall gestorben. Er musste leider ins Kinderheim und als er 18 war, entschloss Noel, sich dazu abzuhauen. Sein Zuhause war in einer alten Hütte in Hanford-on-Bagley. Er wurde in dieser Zeit leider ein Einzelgänger, nur sein Hund Jack konnte ihm helfen. Jetzt ist Noel ein Erwachsener, der auf eigenen Füßen nach einer richtigen Frau sucht und um vielleicht sein Merkmal Einzelgänger wegzubekommen. Das finde ich tatsächlich sehr schön, denn auch unsere Ellie hat ja ein negatives Merkmal und ich dachte mir, eigentlich ist es schön, wenn sie die Kleptomanin eben vielleicht dann doch irgendwann mal ablegt und er dann den Einzelgänger ablegen kann. Fände ich schön. Also das ist auf jeden Fall, ich zeige ihn euch dann auch nochmal mit Custom Content. Ich habe versucht, die beiden, die ich erstellt, also die ich runtergeladen habe, nicht zu sehr zu verändern, aber die haben auf jeden Fall ein Makeover bekommen. Cause you got a makeover. Dann der nächste. Ich habe auch ihn hier platziert. Ich habe auch ihn hier platziert, denn ja, ich fand ihn auch sehr interessant, muss ich sagen. Er hat auch einen Hund. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht nur nach Sim geguckt mit Hunden, gebe ich zu, habe ich nicht gemacht. Ich habe mir auch die Geschichte durchgelesen. Und auch er hat eine ganz interessante Geschichte. Ich musste erstmal nachfragen, wie er heißt, weil ich habe gedacht, er heißt Isaac, aber ich glaube, es ist jetzt Isaac. Also eigentlich, wie man es liest, da er aus Norwegen kommt. Also würde ich jetzt Isaac sagen. Naylor, es tut mir sehr leid, wenn ich es jetzt trotzdem falsch ausspreche. Ich würde ihn jetzt Isaac nennen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist richtig. Es ist wirklich gar nicht so leicht mit den Namen. Aber wenn du sagst, wie es liest, dann würde ich Isaac sagen. Isaac. 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 Mhm. Isaac. Ja, es hört sich auf jeden Fall schön an. So, das ist auf jeden Fall Isaac mit seinem Hund. Und ich lese euch jetzt mal vor, was bei ihm dabei steht. Hi, ich bin Isaac Blum. Blom oder Blum? Mhm. Und das ist mein Hund Bjarki. So süß, die Bedeutung kleiner Bär. Mischling norwegischer Elchhund und Islandhund. Wir sind von Undredal, also Norwegen, nach Hanford und Bagley gezogen. Undredal ist bekannt für die Herstellung von Käse. Deshalb liebe ich es, Sachen herzustellen. Ich habe mit meinem Vater kein gutes Verhältnis. Nach dem Tod meiner Mutter wurde es immer schlimmer. Bin ein Familienmensch, jedoch konnte ich so nicht weiterleben. Er wollte immer, dass ich studiere und Anwalt werde. Mein größter Traum ist es, als Selbstversorger auf einer Farm meine Herstellungsfähigkeit zu perfektionieren und meine große Liebe zu finden. So, er hat eine Backfähigkeit, Gartenfähigkeit, Geschicklichkeit und Herstellungsfähigkeit. Finde ich auch schön, dass du da direkt an die Fähigkeiten gedacht hast. Das schwarze Armband, das ich immer trage, gehört meiner Mom und das finde ich so süß oder gehörte meiner Mom. Das ist so sweet. Also, der musste auch mit drauf. Wie gesagt, da waren noch ganz viele andere tolle Farmer, aber die zwei haben es mir einfach besonders angetan. Ich habe die beiden platziert und ich habe mir überlegt, weil Ellie kann ja nicht zwei Männer haben. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht nimmt Josie dann den anderen. der übrig bleibt sozusagen. Ich hoffe, ihr versteht mich da nicht falsch. Aber es wird ja einer nicht Ellies Herz gewinnen. Und der übrig bleibt, wäre ja cool, wenn Josie den dann bekommt. So,
Ja, das muss ja Josie nicht wissen, dass wir ihn nicht wollten. Aber das fand ich irgendwie ganz schön, weil dann haben wir auch direkt jemanden für Josie. Ich zeige euch mal, wo die beiden Herren wohnen. Also Jacob wohnt hier oben in so einer einsamen Hütte. Isaac wohnt hier unten in so einem größeren Hof. Es ist halt die Überlegung, ob wir dann, ich denke, die ziehen auf jeden Fall dann zu uns, weil wir wollen nicht zu denen ziehen, die ziehen zu uns. Wobei, also diese Farm hier kann ich euch an der Stelle auch erstmal ganz wärmstens ans Herz legen. Die ist wunderschön, die hat mir der Andi gebaut. Ich habe gefragt, ob er mir eine Farm bauen kann und der Andi so, natürlich. Und dann hat er eine wunderschöne Farm gebaut. Ich zeige euch das mal. Also wenn ihr diese gemütliche Farm, in der Isaac jetzt wohnt, auch runterladen möchtet, ihr werdet sie im Laufe des Let's Plays oder der kommenden Let's Plays auch sehen, dann ladet es euch runter. Die ist so schön, diese Farm. Absolut großartig gebaut. Es ist alles vorhanden. Hier wäre auch Platz für eine kleine Familie auf diesem Grundstück. Es ist ein Kuhstall vorhanden. Hühnerställe sind da. Absolut schön. Also, wenn ihr sie euch runterladen wollt, ich kann es euch nur empfehlen, ladet euch diese Farm hier runter. Gemütliches Cottage-Haus von Andy Paradise. Da wohnt jetzt Isaac. Und hier oben, Noelle, habe ich eben in dieses vorgefertigte Haus, das da schon stand, platziert. Weil im besten Fall werden beide ja nicht ewig in ihrem Haus bleiben. Außer, wie gesagt, wir ziehen halt darüber. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so... Also wir brauchen, glaube ich, den Platz in unserem Haus. Genau, also ich zeige euch jetzt die beiden Boys nochmal. Ich zeige euch einmal Isaac. Ich zeige ihn euch jetzt aber erstmal auf dem kleinen Bild, denn wir werden sie ja dann treffen. Also das ist Isaac. Ich habe ihm, wie gesagt, CC-Haare gegeben, ein Skin, ein paar Wimpern und sowas. Klamotten habe ich jetzt erstmal komplett so gelassen, wie sie auch erstellt wurden. Und das hier ist Noelle. Hier, das ist Noelle mit seinem Doggo. Also beide haben einen Hund, was auch super süß ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, ob sie uns über den Weg laufen. Ansonsten, weil sie sind beide nicht weit weg von uns, laufen wir da einfach mal hin und gucken mal. Aber ich denke schon, dass sie uns früher oder später über den Weg laufen. Dann gucken wir einfach mal, wie Ellie sich mit den beiden so versteht. Und sollten sie nicht auf uns zukommen oder sollten wir sie nicht zufällig mal treffen, werden wir natürlich ein bisschen nachhelfen. Aber Ellie ist jetzt eh gerade noch in der Stadt. Ich glaube, es ist auch relativ spät. Wir gucken jetzt mal. Ja, es ist schon sehr spät. Es ist schon 22 Uhr. Die Lady mit den hellen Augenbrauen steht hier immer noch. Wir drücken jetzt einfach mal Play. Aber ich glaube, sie wollte eh nach Hause, ne? Ein Fisch fangen, orangenes Ei zur Lebensmittelhändlerin bringen. Ich glaube, wir haben kein orangenes Ei. Was sind denn das jetzt für Bilder? Postkarte. Oh, süß. Okay, Ellie, dann ab nach Hause. Abmarsch, komm, komm. Oh, Ellie ist ganz beschämt. Wir müssen uns darum kümmern, dass sie nicht mehr beschämt ist. Nicht, dass irgendwas passiert mit ihr. Ihr wisst, was mit Rhonda passiert ist. Rhonda ist einmal fast gestorben, weil sie beschämt war. Ich glaube, sie war aber sehr beschämt. Ich glaube, da gibt es dann nochmal einen Unterschied. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen auf Ellie und werden jetzt mit ihr erstmal das Beschämtsein wegmachen. Vielleicht kann sie im Spiegel reden oder sie geht einfach schlafen. Schlafen hilft auch immer. Du. Wieso steht da ein Kind einfach rum? Okay, good day. Hallo, Hasi, wir sind wieder zu Hause. Loki, hallo, Girl. Oh, da steht noch Essen. Geil, ab in den Kühlschrank damit. Oh, sie hat sogar Hunger. Wait, dann kannst du das hier sogar essen. Frühstücks allerlei. Mhm. Loki, hallo. Hallo, Loki. Du Mausi. Geht's dir gut? Willow, erzähl doch keinen Käse. Ja, okay, das ist ein bisschen schmutzig. Wir kümmern uns da morgen drum. Oh nein. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Oh, Ellie. Oh nein, du musst leider nochmal in den Garten. Es tut mir echt leid. Hallo, Hase. Dreimal etwas pflanzen. Wir haben ja im letzten Part auch ihr Bestreben geschafft und haben jetzt freiberuflich Botanikerin gewählt. Das ist auch ziemlich cool. Da sind wir jetzt, also habt ihr auch nichts zugeschrieben. Also ich denke, das passt für euch, dass wir das jetzt ausgewählt haben. Und da gucken wir dann einfach mal, was sie alles dafür tun muss. Jetzt gerade ist es ja noch relativ easy. Ja, Ellie, es tut mir jetzt leid, dass du so viel machen musst noch, ne? Oh, sie hat schon was? Ah, 10-mal pflanzen, gießen oder jäten. Ja, super. Ja, gut, das kriegt sie natürlich relativ schnell voll dann. Easy Street. Oh mein Gott, es ist schon 1 Uhr morgens. Wir müssen jetzt ins Bett essen. Und ins Bett. Morgen wird geduscht. Nee, du streichelst die Dörte jetzt nicht. Du gehst jetzt ins Bett, Ellie. Los. Es ist schon super spät. Es wird schon fast wieder hell. Ich meine, ja, sie kann theoretisch morgen gut ausschlafen, aber das muss ja echt nicht sein. Oh, Loki hat uns geweckt. Loki, was ist los? Also, wieso? Also, warte mal, Loki, da reden wir jetzt erstmal drüber. Also, ich meine, ich bin froh, dass du uns geweckt hast, weil sonst hätten wir noch länger geschlafen, aber sag mal, Loki. Wir haben eine Müllpflanze. Nee. Pflanze entwurzeln, bitte. Pfuiuiui. Und dann holen wir mal die Post rein, weil irgendwas ist... Oh nein, wir haben noch die Rechnung zu bezahlen, sehe ich gerade. Boah, Ellie stinkt so derbe. Wenn jetzt einer der neuen beiden Boys vorbeikommt, das wäre jetzt sehr unangenehm, Ellie. Hast du eine Ahnung? Es könnte natürlich auch sein, dass... Ich habe eine gute Idee gerade gekriegt, was wir machen könnten. Nee, es ist tatsächlich noch Post drin. Wir könnten ein Willkommensgeschenk an die neuen Nachbarn bringen. Ah, das war das, was wir zum Geo-Dingsbums geschickt haben. Oh, mhm. Oh. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt duschen und dann backen wir einen Kuchen für die neuen Nachbarn. Die Außenküche wollte ich löschen. Die hat so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau, Ellie, dann geh mal duschen. Und dann backen wir den beiden nämlich einen Willkommenskuchen. Das finde ich voll schön, weil sie ist doch auch so ein Typ Mensch, die jetzt sich eben um die Nachbarn kümmern möchte. Das ist ja ihr neues Ding. Sag mal, Loki, hör mal jetzt auf. Ich verstehe, dass du Angst hast, aber du kannst auch nicht die ganze Zeit rumbellen. Also, Entschuldigung. Blau.
Blaubeerkuchen, ja. Ellie macht einen Blaubeerkuchen. Oh, Adelheid, wir kümmern uns doch gleich. Jetzt gib mir doch eine Sekunde. Ich esse kurz Kuchen backen. Ich hoffe, wir können zwei Kuchen backen, denn wir brauchen Platz für zwei Kuchen. Und wir müssen aufpassen, dass sie den nicht sofort anschneidet. Hä, wieso hast du denn jetzt aufgehört? Fräulein, Blaubeerkuchen fortsetzen. Wie? Was ist jetzt dein Problem? Sie kann aus irgendeinem Grund diesen blöden Blaubeerkuchen nicht machen und ich weiß nicht warum. Ich wollte ihnen jetzt einen Kuchen bringen. Naja, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Hühner und dann gucken wir nochmal, was wir da machen können. Festival. Oh, Rhonda ist gerade schlecht. Du weißt doch, wir müssen uns erstmal um die Tiere kümmern morgens, wenn wir aufstehen. Immer das Gleiche. I'm sorry. Also hier werde ich dann wieder Großfrüchte pflanzen, aber ich will erst, dass sie... Aufgrund ihres Abschlusses auf diesem Gebiet hat Becker einen Einstellungsbonus von 938 Simoleons zu erhalten. Ja, das ist schön. Ich kenne dich nicht. Also ich werde, sobald wir die Pilze geerntet haben, hier die übrigen Großfrüchte noch pflanzen. Ich fände es schön, wenn die alle mal gleichzeitig ready sind. So, dann machen wir hier mal den Stall sauber. Futter auffüllen, auch hier. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Raoul, wir waren ein bisschen mehr als nur Nachbarn. Was mache ich denn jetzt mit dir? Er guckt, ob wir zu Hause sind. Ich glaube, Ellie hat das Klingeln einfach gar nicht gehört. Sie ist hinterm Haus so am Aufräumen beschäftigt. Sie hat es gar nicht mitbekommen, dass Raoul gerade geklingelt hat. Oh, oh, hey Ellie, hier ist Josie. Hast du heute Lust, mit mir abzuhängen? Ja, aber heute Abend. Oh nein, es ist doch noch gar nicht Abend. Ich wollte doch nicht jetzt los. Ich wollte heute Abend, wenn dann los. Mann, Josie, es ist mittags oder morgens. Da stand doch heute Abend. Ich hätte dann gesagt, ja, mache ich mich fertig und komme heute Abend. Aber doch nicht jetzt. Mittags. Josie, nee. Nee, Josie, ich muss wieder nach Hause. Es ist 13 Uhr. I'm so sorry. Geht nicht. Ah, ihr habt euch auch für Josie ein Umstyling gewünscht. Das mache ich noch. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Part noch machen oder im nächsten Part, aber wir machen das auf jeden Fall noch. So, Girl, bitte einmal weitermachen. Hast du jetzt alles geerntet? Nee, das hier muss er auch noch ernten. Pilze sehen gut aus. Und dann noch Futter verstreuen. Oh, unsere Bienen sind aufgebracht. Da müssen wir Milbenmittel anwenden. Murmel ist jetzt groß geworden. Oh, feini. Die Murmel ist groß geworden. So fein. Und dann müssen wir noch den Viehstall sauber. Oh mein Gott, das ist immer so viel Arbeit. Es ist so ein Stress hier. Bis wir mit allem fertig sind, ist halt echt schon nachmittags, ne? Es ist schon Abend. Oh, Feini! Du kleine Süße. Ja, hallo. Guck. Oh, Cheep Cheep hat sie gesagt. Oh, wie süß. Komm mal raus, Cheep Cheep. Wo ist Cheep Cheep? Ich nenne es Cheep Cheep. Ja, du kannst doch pullern, wann du willst, Mäuschen. Willow, wir kommen gleich zu dir. Alles ist in Ordnung. Du musst uns nicht hassen. Ja, super. 19 Uhr. Ein orangenes Ei zur Lebensmittellieferantin bringen. Lass uns mal kurz gucken. Wo ist denn eine weibliche Henne? Frieda. Leckerchen geben. Ich glaube, Kürbisleckerchen müssen wir ihr geben. Und dann kriegen wir, glaube ich, ein orangenes Ei. Ich glaube, unseren Tieren geht es soweit gut. Hast du jetzt eigentlich geschoren? Ja, du musst leider nochmal Edgar und Willow rausrufen. Manu, wir haben nichts geschafft heute, außer uns um die Tiere gekümmert. Was ist denn da schon wieder los? Es wird echt Zeit, dass wir jemanden haben, der uns hilft. Edgar? Ey, ich glaube, bei dir hackt es ein bisschen. Okay, Willow haben wir gemolken, ist gut. Schön, Edgar, jetzt kannst du wieder reingehen. Wir versuchen jetzt nochmal den Blaubeerkuchen zu machen. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es euch nicht sagen. Wir versuchen jetzt nochmal einen anderen Kuchen. Vielleicht gehen ja andere Kuchen. Vielleicht ist nur der Blaubeerkuchen kaputt. Ein kaputter Blaubeerkuchen. Man kennt's. Pfannkuchen mit Blaubeermarmelade. Auch ganz geil, glaube ich. Kürbiskuchen. Ich will dafür jetzt eigentlich nicht den Kürbis aufschneiden. Schokoladenkuchen. Ellie macht jetzt einen Schokoladenkuchen. This is what we need. Notfalls bringen wir den Kuchen dann halt morgen vorbei. Bitte do it jetzt, Ellie. Sag mal, es geht schon wieder nicht. Das ist so strange. Ich habe jetzt einfach hier nochmal die Außenküche platziert. Sie hat zu wenig Arbeitsfläche, aber sie hat doch 1, 2, 3 Theken hier. Na gut, aber das können wir halt echt nochmal testen dann. So, jetzt muss ich noch aufpassen, dass sie den nicht direkt anschneidet. Wie lange ist der haltbar? 9 Stunden. Dann ab in den Kühlschrank. Vielleicht ist es auch die Dunstabzugshaube, die irgendwie zu niedrig hängt. Ich mach mal die Haube weg. Ja, jetzt geht's, dass die einfach im Weg war. Weil sie ist ja ständig hier hingegangen und hat hier gekocht. Kann schon sein, dass es vielleicht die Dunstabzugshaube war. Okay, jetzt wissen wir es wenigstens. Dann lassen wir die nämlich weg. So, das packen wir auch direkt in den Kühlschrank. Dann kann sie einen Snack essen. Nicht, dass sie jetzt nämlich den Kuchen isst. Genau, erstmal Frühstücksallerlei. Oh, es ist schon wieder so spät. Und dann gehst du schlafen. Dann kümmern wir uns morgen früh ein bisschen um den Hausputz, weil hier muss unbedingt durchgesaugt werden und die Theke muss auch gereinigt werden. Und dann gehen wir direkt zu den Farmern rüber. Das machen wir. Oh mein Gott, unsere Pflanze hat den Status perfekt. Crazy. So, jetzt musst du aber bitte schnell schlafen, Girl. Bist ganz müde. Ja, Nachti. Wie schnell dieser Tag jetzt einfach rumgegangen ist, weil so viel zu... Oh, Loki, mach ich den Platz. Weil so viel zu tun war. Oh, es gewittert schon wieder. Wieso gewittert es immer im Herbst? Mann. What? Zoe Patel hat ein Kind mit Raoul?
Entschuldigung? Ja, Raoul, das war's einfach auch an der Stelle. Das war's einfach auch an der Stelle mit uns. Und Ellie hat Geburtstag. Ellie, bist du erwachsen? Ich pausiere jetzt mal ganz kurz die Alterung. Ich mach's mal kurz auf lang, damit wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um das alles, in die Wege zu leiten und so. Oh mein Gott! Also das finde ich schon hart, oder? Ellie, wie ist das jetzt für dich? Ellie, saug mal. Boah, das ist schon hart, finde ich. Nicht so nett von ihm, ne? Ist einfach nicht so nett. Einfach ein Kind mit einer anderen Frau. Ellie, wieso bist du jetzt eigentlich schon wach? Das ist eigentlich ein bisschen doof, weil du bist ja noch gar nicht richtig ausgeschlafen. Dann bist aber gut, dann kriegen wir mehr geschafft heute. Gehst du morgen mal heute mal zeitiger ins Bett dann, ne? Dann saug hier oben mal noch. Und dann kannst du duschen gehen. Ab in die Dusche! So, wir wollten noch unseren Chicky umbenennen. Und zwar, wie hat sie es genannt? Cheep Cheep? Cheep Cheep? Ich glaube, Cheep Cheep hat sie gesagt. Das machen wir. So, wenn du duschen warst, bitte Eier sammeln, Futter verstreuen, Eier sammeln, Futter verstreuen, säubern. Hä, wieso bist du jetzt nicht duschen gegangen? Girl, jetzt geht sie doch erst raus zu den Tieren. Muss ich jetzt nicht verstehen. Und wieso nimmt sie eigentlich immer diese Türe? Du kannst auch einfach durch diese Türe hier gehen. Und dann machen wir einfach ein Tierleckerchen. Und zwar ein Kürbisleckerchen. Orangene Eier, ganz genau. Das müssen wir nämlich machen. So, jetzt ist sie in der Dusche. Ein Glück, weil sie stinkt ganz schön. Und es ist gut, weil wir haben erst 8 Uhr und das sieht schon echt flott aus hier im Garten. Sieht schon richtig gut aus. Und jetzt regnet es auch noch. Oh no. Jetzt machen wir mal das Leckerli. Dann machen wir auch mal die Küchentheke sauber. Kürbisleckerli. Wir brauchen ein Kürbis. Das geht so schnell, dieses Kürbisleckerli zu machen. Das ist schon ganz geil. Boah, ist das nass, ey. Adelheid, ich habe ein Leckerchen für dich. Cookie mal. Es gewittert immer so toll. Was haben wir für ein Ei? Qualität normal. Ja, super. Adelheid, guck mal, das ist für dich. Feini, feini, feini. Fressi, fressi. Adelheid, frisst du das jetzt? Dann gehen wir mal schnell ernten. Wir müssen auch bald mal wieder zum Markt und das alles verkaufen. Wir haben so viel Zeug. Gießen brauchen wir jetzt zum Glück nicht. Und jäten müssen wir auch nichts. Das ist super. Oh, Erntefest ist morgen. Uiuiui. Willst du jetzt mit deinem Fahrrad hin? Ich wollte gerade fragen. Oh, und Luki sieht auch aus wie die Wutz. Die letzte Wutz. So, dann gib mir mal deine Milch und du gibst mir deine Wolle, Edgar, you fine. Das ist gut, dann haben wir nämlich das auch schon erledigt und es ist immer noch... Na gut, das ist schon 12 jetzt. Sag mal, Loki, willst du mich eigentlich verkackeiern? Hast du schon wieder die Tonne umgeschmissen? Loki, schmeiß immer die Tonne um. Ich raste bald aus. So, wir gehen jetzt aber das Ei auch schlüpfen lassen. Ist es das hier? Wir nehmen Loki mit, wenn wir jetzt gleich zum Nachbarn gehen. Oh, hallo, Chip. Oh, das ging ein bisschen zu schnell. So schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Dann geh mal jetzt die Küchentheke schnell putzen und Loki baden. Und dann gehen wir zu den Nachbarn. Endlich. Weil Loki soll auch fein aussehen, wenn wir jetzt zu den neuen Nachbarn gehen. So, unser neues Chicken nennen wir Alma. Ist schon wieder ein Weibchen. Wir kriegen so viele Weibchens. Alma. 5 von 8 und 5 von 8. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Loki, ab in die Wanne, du kleine Stinkemaus. Und dann gehen wir einen Spaziergang machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Haus von hier sogar sehen können. Nee, da ist die Ruine. Doch hier oben. Da wohnt einer der beiden. Ja, da reisen wir gleich hin. Oh, wir dürfen den Kuchen nicht vergessen. Aber Ellie muss auch was essen, weil sonst isst sie den einfach auf. So, dann isst du das mal, damit ich den Kuchen mitnehmen kann, damit du nicht den Kuchen einfach anschneidest, weil das wäre jetzt nicht so schön. Oh no, und wir haben wieder verdorbene Eier im Kühlschrank, sehe ich gerade. Das ist verdorben. Und die restlichen Eier machen wir in den Kühlschrank. Wie ist es mit der Milch? Die machen wir auch in den Kühlschrank. Den Honig machen wir jetzt auch mal in den Kühlschrank. Können wir auch bestimmt gebrauchen. Schön, wenn du jetzt aufgegessen hast, können wir hoffentlich los. Gudi und Abmarsch, da hoch müssen wir jetzt. Residenzbesuch mit Loki. Ja, ich bin ganz gespannt, den ersten Boy kennenzulernen. Ich glaube, das war jetzt Noel, der da oben wohnt. Ich hoffe, er ist netter. Ich hoffe, er ist netter und ich hoffe, Ellie und Noel verstehen sich gut. Oh, ja, hallo. Aha. Oh, du bist so süß. Du siehst aus wie die Holly, Jack. Du siehst aus wie die Holly. Good day. Hallo. Oh. Und dann klopfen wir mal an die Tür. Und guck mal, wer uns da die Tür aufmacht. Loki, wo bist denn du jetzt hingerannt? Kommst du bitte wieder her? Hallo? Oh, hallo. Ich bin die neue Nachbarin. Ich wohne hier nebenan. Ich bin Ellie. Ja, hi. Ich bin Noel. Ich wohne jetzt hier. Oh, das ist so ein schönes Haus. Und oh, und das ist mein Hund, Jack. Ja, wir haben... Oh mein Gott! Ellie hat Attraktivitätsalarm! Ellie vergisst, was sie gerade dachte und starrt auf Noel Baumann. Dieser Mann hat so viele Qualitäten, die Ellies Herzrasen aushalten. Ich habe damit nichts zu tun, ich schwöre. Ich habe nichts damit zu tun. Oh mein Gott. Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eieieiei. Oh? Oh? Nee, wir können ihn jetzt nicht sofort fragen, ob er Single ist. Also, oh mein Gott. Ellie. Sag mal. Okay, ich drück mal Play. Oh, ich frag mich, ob sie beim anderen dann auch einen Attraktivitätsalarm hat. Hey, wie aufregend. Genau, gib ihm mal das Geschenk. Freundlich, Geschenk geben, freundliches Geschenk geben. Ich hoffe, er mag Schokolade.
Aber jeder mag Schokolade, oder? Schokolade ist lecky. Ich hoffe, du gibst ihm jetzt einen Kuchen und keine zwei. Ja, das ist ein kleines Willkommensgeschenk einfach. Mit den Zutaten aus meinem Garten. Oh, ja, danke. Ich esse jetzt nicht wirklich viel Schokolade, aber... Was hast... Sag mal, was machst du denn da gerade? Wir sagen mal, dass dein Haus schön ist. Erwischt worden. Oh, Ellie, hast du gerade versucht zu stehlen? Girl, warum machst du denn sowas? Sie hat gerade versucht zu klauen. Natürlich mag er das nicht. Entschuldigst du dich bitte? Boah, du zeigst dich direkt von der schlechtesten Seite, Ellie. Wir sagen ihm nochmal, dass sein Haus wirklich toll ist. Was machst du da? Sag mal, Loki. Ja, okay, das Gespräch ist trotzdem sehr angenehm gerade. Es war jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil Ellie gerade versucht hat, was zu stehlen. Das ist super unangenehm. Aber trotzdem hat sie sich wieder ein bisschen gefangen. Ein Glück. Wir fragen ihn jetzt mal nach seinem Tag. Ellie, du musst es jetzt wieder retten. Geh bitte wieder hin. Ja, also er ist ein Einzelgänger. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch sehr viel alleine dadurch, dass ich halt auf meiner Farm lebe. Oh, du hast eine Farm. Ja, ja, nicht weit von hier. Wir sind also Nachbarn, direkte Nachbarn. Oh, interessant. Oh, yes. Ja, doch, das ist natürlich cool zu wissen. Mhm. Und bist du alleine hierher gekommen oder hast du deine Frau oder deine Partnerin oder Partner mitgebracht? Nein, oh, ah, du bist Single. Ach, das ist ja... Okay, ja, Josie ist gerade beschäftigt. Also es war ja nett, dich kennenzulernen. Ich würde jetzt noch... Wir haben noch mehr neue Nachbarn. Ich würde... Ellie, nein! Sie wollte schon wieder stehlen. Ich sag mal, ich glaube, bei ihr hackt's. Ellie, du reist jetzt zu dem nächsten Nachbarn. Also ich glaube, das Fräulein übertreibt ihre Lage gerade ein bisschen. Ja, hallo. Du bist ja auch. Wer bist du denn? Biaki, hallo. Wohnst du etwa hier? Oh, feini. So, wir sind jetzt hier bei der Farm. Wir gucken jetzt mal, dass wir an die Tür klopfen. Bin sehr gespannt, ob Ellie vielleicht auch einen Attraktivitätsalarm bekommt. Oh, Biaki geht vor. Wie süß, ne? Hallo, ich bin die neue Nachbarin. Ich wollte mich kurz vorstellen. Ellie, weh, du klaust irgendwas. Das ist Isaac, meine Lieben. Hallo, ich bin Ellie, ich bin die neue Nachbarin. Oh, hallo, ja, schön, dich kennenzulernen. Ja, geht mir auch so. Also, wir, Loki und ich, wohnen hier in der Nähe. Loki? Ja, mein Hund. Loki? Loki? Loki kommt nicht. Ich habe Loki mal gerufen. Hoffentlich freut er sich über den Kuchen. Ich meine, die Qualität ist ausgezeichnet. Das ist Loki. Loki ist ein bisschen dreckig, weil, naja, Loki tobt immer so ein bisschen auf dem Weg hierher. Das ist übrigens ein sehr schönes Haus. Ja, danke schön. Und du lebst hier ganz alleine? Ja. Das ist echt ein sehr schönes Haus. Freut er sich? Was ist euer Problem? Nein, Ellie, nicht klauen! Ellie, hör auf. Was ist denn das Problem von diesen Menschen? Also, ich verstehe es nicht. Jetzt ist Ellie halt müde. Und guck mal, wie sie ihn findet. Als sehr attraktiv empfunden. Und Noelle als äußerst attraktiv empfunden. Okay, sie findet Noelle optisch schöner. Aber die Optik ist ja nicht allein alles, ne? Also, die Optik ist natürlich unter anderem auch wichtig, aber es ist nicht alles. Er mag Fitness und mag Videospiele nicht. Okay. Mhm. Interessant. Ellie, jetzt hör bitte auf, Sachen zu klauen. Das ist ja richtig schlimm mit dir heute. Also, was ist denn los? Okay, er arbeitet nicht, aber das macht auch Sinn wegen seiner Geschichte, ne? Fürsorglich. Oh, süß. Naja, gut, also es war schon schön jetzt hier. Also ich muss dann mal wieder los. Dankeschön. Es war jetzt schon schön, die beiden Männer kennenzulernen, aber wir merken natürlich jetzt schon stark ihr Kleptomanen-Gehen. Normalerweise befinden wir uns ja hauptsächlich zu Hause. Dadurch klaut sie halt nicht so viel oder in der Öffentlichkeit. Aber jetzt, wo sie halt bei beiden zu Hause waren, haben wir schon gemerkt, dass sich ihr Gehen schon durchschlägt. Ne? Also dieses negative Merkmal, dass sie eben eine Kleptomanin ist. Müssen mal gucken, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Ob wir es ihr vielleicht doch rausnehmen. Vielleicht nehmen wir es echt raus, ne? Weil das schon sehr schwierig sein kann. Wir bringen noch schnell Loki in die Wanne und dann gehen wir ins Bett. Und Loki ist echt super dreckig. Komm schnell, Ellie, geh ins Bett. Sie schafft's noch nicht mehr. Oh Mann, Ellie, I'm so sorry. I'm so sorry. Tut mir leid. Also was wir machen können, wir können natürlich die beiden Männer plus Ellie, plus Rhonda und Josie einladen zum Erntefest. Fände ich jetzt ganz schön tatsächlich, wenn wir alle einladen dazu. Haben wir, oh nein, diese blöden, naja gut, wir brauchen die Zwerge jetzt schon, ne? Wegen Nichtteilnahme am Gruppenversammlung. War da eine? Ich hab's nicht mitbekommen. Hoffentlich mögen die Zwerge uns. Okay, dieser Zwerg mag uns leider nicht, schade. Magst du Kaffee, Zwerg? Komm, schmecki, schmecki, lecki. Ja, der Zwerg mag Kaffee. Gut, dann werden wir uns hier nochmal entschuldigen. Ich werde immer dein Baby sein, Gartenzwerg. Der ist gruselig. Wir flehen direkt nochmal um Verzeihung. Oh Mann, dieser blöde Zwerg! Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn gar nicht. Der ist so böse. Wo ist der andere Zwerg? Er ist so ein böser Zwerg. Hier ist der andere Zwerg. Ich gebe ihm auch Kaffee. Vielleicht mag er ja auch Kaffee. Hey, wo ist er jetzt hin? Wo ist der Zwerg? Ellie. Jetzt machen die immer irgendwas kaputt bei uns. Ich mag es gar nicht.
Nein, der mag uns auch nicht. Oh, Scheibenkleister. Bitte verzeih. Wir haben das Falsche gewählt. Oh, Gott sei Dank. Okay, er mag uns wieder. Und du, komm schon. Ich habe mich jetzt schon dreimal entschuldigt. Sei doch nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden uns jetzt nicht mehr bei dem Zwerg entschuldigen. Ich würde ihm am liebsten einfach verkaufen. Aber das ist Cheaten, gell? So, haben wir denn irgendwo... ich mache jetzt mal hier so eine Schmuck-Dings rein. Feiertagsschmuck-Kiste. Die platziere ich jetzt einfach mal hier in der Abstellkammer. Dann machen wir mal Dekoration anbringen. Ja, schön. Wir können ja auch mal gucken, ob es irgendwie eine schöne Herbstdeko gibt. So für die Haustür oder so irgendwas Schönes, Elli. Ist da irgendwas dabei? Ja, also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das können wir ja zum Beispiel auf den Tisch legen. Das finde ich echt schön. Das machen wir noch ein zweites hin. Was haben wir noch? Das hier finde ich irgendwie jetzt nicht so hübsch. Aber das passt ganz gut. Das würde ich jetzt einfach vor die Haustür setzen. Vielleicht können wir das sogar größer machen. Ja, das passt doch ganz schön. Gut, Elli, dann mach doch direkt mal... verdorbenes Essen aussortieren und mach doch mal ein Festmahl. Wobei, das machen wir erst ein bisschen später. Du kannst erstmal noch duschen gehen, dann werden wir uns um die Tiere kümmern und dann werden wir Gäste einladen. Das finde ich richtig schön, so zum Abschluss des Parts, dass wir dann nochmal mit allen irgendwie zusammen essen. Haben wir jetzt ein orangenes Ei? Ja, wir haben ein orangenes Ei, cool. Das können wir jetzt auf jeden Fall gleich dem Lebensmittellieferanten bringen. Das machen wir. Haben wir zwei Bruteier bekommen? Ja, perfekt. Hier eins und da noch eins. Mhm. So, Elli, da musst du hier bitte noch säubern und Futter auffüllen und dann bitte noch unsere Kühe, unsere Kuh und unser Lama. Und dann gehen wir schnell die Sachen verkaufen und dann machen wir ein schönes Abendessen. Supi, dann noch Edgar und dann können wir los. Heieiei. Ja, sieht doch gut aus hier. Ich hoffe, dass die Pilze bald mal fertig sind zum Ernten. Was machst denn du hier? Raus. Mehr Auswahlaktionen, verbessern... Fuchs, verzieh dich. Zwei Feed-Tuning-Teile brauchen wir. Haben wir denn schon eins wenigstens? Nee, ne? Wir haben noch gar keins. Na super. Schön. Ja. Mhm. Wait! Der Kopfsalat geht kaputt? Oh mein Gott, die können ja verderben. Oh oh. Aber sonst kann nichts verderben. Was ist denn hier jetzt eigentlich kaputt gegangen? Oh, das müssen wir dann reparieren, Elli. Abmarsch zum Markt! Schnell, schnell, Elli. Und dann kochst du was. Wir sind auf dem Markt. Wir möchten alles verkaufen. Wir kommen schon. Oh, nice. Sie haben auch einen Rabatt bekommen. Sehr schön. Boah, wir werden jetzt richtig Kohle machen, meine Lieben. Wir werden jetzt richtig Kohle machen. Ja, ist in Ordnung, Girl. So. Ja, ein paar Blaubeeren können wir ja behalten. Ich bin immer so geizig, gell? Ich will die Sachen immer nicht alle verkaufen. Aber man kann ja auch Sachen damit wieder machen. Naja, wir heben uns so ein paar Sachen auf. Gut, Glockenblumen können wir nicht viel mitmachen. Weintrauben. Lama-Wolle verkaufen wir mal 20. Ja, das war's. 3700 Simoleons. Das ist ganz nice. So, dann wollten wir dieses orangene Ei dem Lebensmittellieferanten geben. Da müssen wir mal schauen, ob wir den hier irgendwo sehen. Oh, Noelle ist hier. Oh, hi Noelle. Nice to see you. Wieso hat Noelle denn jetzt hier eine andere? Oh, scheinbar habe ich ihm die Haare nicht bei jedem Outfit gegeben. Na, guck an. Ich habe ihm die Haare nur bei dem einen Outfit gegeben. Oh, Noelle, hi, du hier? Alles gut bei dir? Ja, ich habe mich hier mal ein bisschen hergesetzt. Ich wollte mal ein bisschen die Stadt kennenlernen. Da rennt eine nackte Frau rum. Okay, cool. Ich würde gleich ein kleines Dinner machen. Hättest du denn Lust, vorbeizukommen? Ich würde die neuen Nachbarn einladen, also dich und Isaac, der auch am Ende der Straße wohnt. Und ich fände es schön, wenn du auch kommst. Sie hat auch noch zwei meiner Freundinnen ein. Ja, doch, es hört sich ganz gut an. Da bin ich doch dabei. Mhm, okay, ja, gerne. Oh, schön. Ich freue mich auf später dann. Also ich rufe an, wenn das Essen fertig ist, ja? Ja, okay. Mhm. Gut. Wer ist Miko? Wieso ruft Miko uns an? Hallo Elli, bist du berechtigt, um abzustimmen? Stelle sicher, dass deine Stimme gehört wird. Ja. Ja, sind wir doch dabei. Lass uns jetzt mal schauen, wo unser Lebensmittellieferant ist. Das ist doch der sehr unattraktiv empfunden. Der Arme. Huch, wo ist er denn jetzt hin in der Liste? Kamera zentrieren. Ah, da ist er doch. Da steht er. Ihm geben wir schnell das Ei. Denn er hat sich ja gewünscht, dass wir ihm dieses Ei eben bringen. Ach nee, die Lebensmittelhändlerin möchte das Ei. Wait, das bist doch du, Kim. Kim, ich hab was für dich. Kim, schau mal, das ist für dich. Steht die da in ihren weißen Turnen schon nackig rum, ey. Oh, sehr schön. Ich glaube, wir haben Geld bekommen, ne? Ich weiß, den Wert eines ganzen Arbeitstages zu schätzen. Der Gemüsefutterstand, der Grünfutterstand versorgt sich schließlich auch nicht von alleine. Du kannst mir glauben, ich weiß die Mühe zu schätzen, die du auf dich genommen hast. Ja, gerne. Um die tierischen Produkte, Nebenprodukte für die Regale des Standes zu sammeln. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay. Am Grünzeugstand der, oder, stöbern.
Dann geh da mal stöbern. Weiß halt nicht, ob wir irgendwas kaufen wollen. Bignonie, die sind wertvoll, aber... Ich kaufe mal so eine Tamtam-Beere. Oh, Tulpen. Oh, schön. Können wir sie vielleicht auch fragen, ob wir für sie Botengänge machen können? Vielleicht hat sie einen tollen Auftrag, dass wir einen Tuning-Teil kriegen. Mm-mm. Dekorativer Gartenzwerg. Dünger. Wir wollen doch nur einen Tuning-Teil eigentlich. Und fragen wir ihn jetzt nochmal. Und dann gehen wir nach Hause und bereiten das Abendessen vor. Ein Tuning-Teil. Wieso kriegen wir keine... Raoul ruft an. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Puh, jetzt ist das raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich verbringe mehr Zeit. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Also Raoul, ich sag's mal so. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir wissen, dass du ein Kind mit einer anderen Frau hast. Ich glaube, sie sagt ihm so, hey, lass uns am besten, wenn, dann einfach nur Freunde sein. Und er sagt, oh, okay, alles klar, kein Problem. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Also so ganz so tun, als wäre das nie passiert, können wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall das jetzt erstmal ein bisschen vergessen. Hast du ein Tuning-Teil? Das ist doch aber nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen ein Tier-Tuning-Teil, korrekt? Naja, wir nehmen trotzdem jetzt irgendwas an. Okay, dann ab nach Hause jetzt. Sarah, hast du auch irgendwas für uns? Nee. Dann ab nach Hause. Gut. Probier bitte nochmal den Zwerg zu beschwichtigen, bitte. Bitte, lass es klappen. Und dann werden wir jetzt ein Festmahl kochen. Ich sammle jetzt schon mal diese Pakete hier ein, die hier rumliegen. Mal aufräumen und dann Festmahl kochen. Truthahn-Festmahl. Weißt du jetzt nicht, ob jemand vegetarisch ist, aber werden wir dann wohl erfahren. Sag mal, Ellie, bist du jetzt mit deinem Fahrrad ins Haus reingefahren? Genau, versuch dich nochmal zu entschuldigen. Dieser blöde Zwerg, ey. Kannst du ihn treten? Tritt den Zwerg mal bitte. Selbst ist die Frau. Ellie repariert das Ganze erstmal. Dann tritt sie den Zwerg. Oh nein, es ist schon voll spät, Ellie. Wieso ist es denn jetzt auf einmal so spät geworden? Ob die noch kommen wollen? Sie mag Geschick. Oh, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Da stand gerade, ob sie Geschicklichkeit mag. Ich habe gesagt, ja, sie mag's. Kannst du jetzt bitte deine Gäste anrufen? Gesellschaftliches Ereignisplan. Warte mal, mach das mal erstmal schnell. Und zwar werden wir ein Abendessen planen. Kann man das irgendwie machen? Gala-Abendessen. Ja. Wir laden ein. Noel, Isaac, Rhonda, Josie. Können auch Kim einladen. Das fände ich auch schön. Ja, das machen wir. Und Caterer ist... Josie hilft uns bestimmt ein bisschen beim Essen machen. Ellie, bleibst du bitte wach? Ja, kommt alle schön rein. Hallo. Oh, Josie, schön, dass du hilfst. Vielen Dank dir. Jetzt räume ich halt selbst die Bude auf, ey. Sag mal, Rhonda, hast du dich jetzt einfach im Kühlschrank bedient? Ich meine, ja, fühl dich wie zu Hause, aber... So, wir haben gekocht. Oh mein Gott, sie hat ihre... What? Sie hat ihre Kochfähigkeit maximiert? Oh mein Gott, wie krass. Cool. Und sie hat eine Emotion mit irgendwem erhalten. Mit Noel. Zusammen kochen, hat er mitgeholfen oder was? Okay, süß. So, wir haben alle zum Essen gerufen. Jetzt können sich alle zusammen mal hier hinsetzen. Das mit der Stahlblase ist echt krass. Ne, Ellie war schon ewig nicht mehr auf Toilette. Setz dich doch hin, Ellie. Ja, also es ist schön, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Also ich freue mich wirklich sehr. Und ja, vielleicht können wir das ja häufiger mal machen. Für Kommen danken. Wir bedanken natürlich auch Rhonda. Schön, dass du auch gekommen bist. Voll schön. Und wir bedanken uns bei ihm hier, dass er gekommen ist. Wo will er denn jetzt hin? Will er uns mal unseren Hof anschauen, oder was? Oh, er ist in unserem Garten und schaut sich unseren Garten an. Wie schön, dass er sich dafür interessiert. Ellie freut sich total, dass alle gekommen sind. Kim, es ist super schön, dass du auch gekommen bist. Ich freue mich total. Hat er gerade mit uns geflirtet? Isaac, hast du gerade mit uns geflirtet? Er ist ein... Oh mein Gott, er ist ein Tierfreund. Oh, Süßi, wir auch. Isaac, wir auch. Wer schmatzt denn? Ach, ich wollte gerade sagen, wer schmatzt denn da so? Es ist unser Hund. Loki ist am Fressen. Kim ist auch ein bisschen kokett. Ist das ein schönes Abendessen? Ich habe noch einen Auftrag jetzt angenommen hier bei Kim. Wir gucken uns dann im nächsten Part mal an, was das jetzt genau für Aufträge sind. Aber es ist 3 Uhr morgens, sehe ich gerade. Das heißt, wir beenden jetzt unser Gala-Abendessen und Ellie geht so schnell es geht ins Bett. Die ist super müde. Ich meine, es ist ja immerhin noch unter der Woche. Oh mein Gott, diese Zwerge sind hier noch. Also die Zwerge haben uns auf jeden Fall einiges an Samen gegeben, was ziemlich cool ist. Wir werden da mal gucken, wie wir die verwenden. Sehr, sehr nice. Die Zwerge werde ich vielleicht den einen oder anderen aufheben. Mal gucken.
Es war ein sehr, sehr schöner Part heute. Ellie hat Noelle und Isaac kennengelernt. Schön, dass die beiden jetzt in unserem Leben sind, sage ich mal. Sie hat mit beiden ungefähr eine gleich hohe Freundschaftsleiste jetzt. Natürlich war der Start bei Noelle ein bisschen schwierig, weil sie direkt was bei ihm geklaut hat. Andererseits war aber auch bei ihm dieser Attraktivitätsalarm. Wir werden das jetzt einfach mal in den nächsten Parts oder im nächsten Part gucken, wie sich das weiterentwickelt mit den dreien, sage ich mal. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu den beiden in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich sehr. Macht's gut, meine Lieben. Und tschüssli!